warum der Titel Fettiges Display? Also ich habe mir gedacht, wenn man so seine alten Fotoalben noch anschaut, dann hat man die ja so ausgedruckt, also in meiner Generation zum Beispiel. Und die Kids heute, wenn die dann alles auf dem iPhone oder auf irgendeinem Smartphone halt gespeichert haben und der Akku ausgeht oder das Gerät kaputt geht, dann bleibt halt nichts anderes als ein fettiges Display übrig, also als Erinnerung. Und diesen Zustand habe ich irgendwie ganz witzig gefunden, dass man vollkommen ausgelöscht wird durch ein elektronisches Gerät, das seinen Geist aufgibt. Ich habe mich halt in letzter Zeit aufgrund dieser Nachhaltigkeitsdebatten, also was ist nachhaltige Wirtschaft und so weiter, wie können wir den Planet nicht noch mehr belasten, habe ich mich halt beschäftigt mit Stromversorgung, weil die Stromversorgung sozusagen eine der Hauptenergienetzwerke ist, die in der Welt halt sozusagen gebaut werden. Und dann bin ich halt auf so Statistiken gekommen, zum Beispiel, dass weltweit 30 Atomkraftwerke betrieben werden, nur um die Server zu kühlen, die gebraucht werden, um diese ganzen Datentransfers zu bewerkstelligen, wie Instagram und so weiter. Also das, was das papierlose Büro an Goodies geschaffen haben, dass wir irgendwie nicht mehr Wälder abholzen, um Holz zu Papier zu verarbeiten, das hat die Elektronik sehr schnell wieder eingeholt an Ressourcenverbrauch. Also was symbolisieren die Strommasten? Also symbolisieren weniger. Ich habe mich einfach angezogen gefühlt von so Unfällen halt, wie dass ein Strommast bricht. Ja? Also dieser Zustand, dass Energieversorgung abreißt. Ja? Also die Stromversorgung ist einer der labilsten Systeme für terroristische Anschläge. Das wird zumindest immer so von diesen Geheimdiensten propagiert, dass wenn die Stromversorgung zusammenbricht, bricht unser Wirtschaftssystem zusammen. Die ganzen Börsen crashen, alles, was mit Elektronik und Elektrik zu tun hat, sozusagen funktioniert nicht mehr und das ganze normale Zusammenwirken der Energieversorgung wird nicht mehr funktionieren. Ja, und das hat mich gereizt, also dass man einfach sich einmal im Kopf durchgehen lässt, was passiert, wenn kein Strom mehr da ist. Und aus dem Grund habe ich mich beschäftigt halt mit sogenannten Freileitungsmasten und mir haben sie deshalb gefallen, weil sie einfach eine reine funktionelle Formensprache haben. Also rein ästhetisch sind sie nur aufgrund von Statik gebaut, da gibt es keine ästhetischen Ansprüche. Sie sollen halt möglichst unscheinbar in der Landschaft stehen. Es gibt bei der Ausstellung immer noch eine Soundinstallation. Warum? Das hängt mit dieser Vorstellung von Katastrophe zusammen. Also man sieht da zwei Fe Feuerlöscher, die geben Sounds von sich. Der eine spielt einen Sound von einer schreienden Frau ab. Und ich habe mir halt vorgestellt, was ist, wenn in einem Feuerlöscher sozusagen nicht das Brandschutzmittel drin ist, sondern die Katastrophe. Also ich höre dann sozusagen, wenn ich den Feuerlöscher betätige, höre ich einfach den Schrei der verbrennenden Menschen. Das ist natürlich so ein bisschen ironisch, aber in einer Ausstellung kann man sich das ja leisten, weil es da eh meistens nicht brennt. Ja, zu den Strommasten. Ich habe da ein dreipoliges System. Ein mittlerer Pol, der führt Wasser, also in kleinen Mengen halt, und dann noch halt Schwachstrom, 12 Volt Leitungen. Und das deshalb, weil ich habe mir gedacht, dass man diese Modelle von den Freileitungsmasten auch in einen Schrebergarten aufstellen könnte. Und der mittlere Pol, der Wasser transportiert, ist halt zur Bewässerung von Pflanzen gedacht und die zwei anderen 12-Volt-Leitungen halt zur Beleuchtung des Grundstücks. Und die sind auch kindersicher, das heißt, wenn man da mit der Schere durchschneidet, passiert nichts, weil 12 Volt auch unter Wasser nicht gefährlich ist.